Hallo, ihr Schildkröten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, euren Lieben geht's gut. Es sind gerade merkwürdige Zeiten, die wir durchleben, wie ich finde. Was mir hilft, sind schöne Sachen, um mich abzulenken. Bücher sind schöne Sachen, die mich ablenken. Also lesen, Videos darüber gucken, Videos darüber drehen. Und morgen ist Indie Book Day. Und mich hat das gerade auch ein bisschen gerettet, denn ich hatte etwas, was ich noch nie vorher hatte, einen kleinen Wohnungskoller, einen kurzen Moment der Panik. Ich bin normalerweise ein Mensch, der sehr, sehr gerne allein zu Hause ist, der sich gut allein beschäftigen kann, lesen kann, Filme gucken, irgendwas schreiben, irgendwas tun, einfach mal die Decke anstarren, alleine spazieren gehen. Und ich hatte aber gerade, ging das nicht. Ich musste irgendwie raus. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Buchhändlerin angerufen und sie gefragt, ob sie Empfehlungen hat für den Indie Book Day. Der ist nämlich morgen, am 21. März. Und am Indie Book Day rufen quasi unabhängige Verlage dazu auf oder wir alle, die Book Community, rufen dazu auf, Bücher aus unabhängigen Verlagen zu kaufen und sie auf Social Media zu präsentieren, sodass sie eine breitere Aufmerksamkeit bekommen, die kleinere Verlage halt nicht so sehr bekommen. Und ich finde, das ist immer eine sehr schöne Aktion und meine Buchhandlung gleich um die Ecke hat ganz, ganz tolle Buchhändlerinnen, die mir schon super Empfehlungen in der Vergangenheit gegeben haben. Und ich dachte, ich gebe die euch mal weiter mit Büchern, die ich schon gelesen habe und sehr empfehlen kann aus unabhängigen Verlagen. Und dann zeige ich euch auch die Bücher, die ich mir heute gekauft habe und die ja, mir tatsächlich aus meinem Panikmoment geholfen haben, weil das kurze Rausgehen und kurz mit der Buchhändlerin sprechen, danach ging es mir wieder besser. Genau, und dann legen wir jetzt einfach mal los. Alle Bücher, die ich euch jetzt zeige, habe ich euch schon mal gezeigt, aber das ist ja nicht schlimm, Wiederholung schadet nichts und vielleicht haben es einige von euch noch nicht gesehen, bestimmt sogar. Deswegen legen wir mal los mit Match Deleted von Sarah Berger, Tinder Shorts, erschienen bei Frohmann. Und Sarah Berger bringt jetzt auch demnächst wieder ein Buch im gleichen Verlag raus, wenn ich das richtig gesehen habe bei ihr auf Twitter. Das ist ein Buch, das sehr, sehr besonders ist, wie ich finde. Sarah Berger gibt darin Konversationen von der Dating-App Tinder wieder, die aber jetzt nicht so, das klingt so doof, aber das ist überhaupt nicht doof, weil sie ganz, ganz tiefgehende Nachrichten schickt und es ganz, ganz spannend ist, wie ihr Gegenüber reagiert und was das manchmal mit ihr macht. Und das sind hochberührende Texte, manchmal fast wie Prosagedichte, kleine, sehr feine Short-Stories, die mich sehr, sehr berührt haben und ja, viel mich zum Nachdenken angeregt haben. Eine große Empfehlung von mir, ein sehr auch immer noch sehr aktuelles Thema, was ja virtuelles Dating eigentlich auch so macht mit unserer Gefühlswelt und allem. Sehr spannend. Dann ebenfalls ein grandioses Buch von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen von Pippa Goldschmidt. Moment, übersetzt von Zoe Beck. Ist ja auch nicht unbekannt. Erschien bei Culture Books. Ich denke, dass man das so ausspricht. Eine Kurzgeschichtensammlung von Pippa Goldschmidt, die auch schon einen Roman geschrieben hat, den ich auch noch lesen will, aber es bisher noch nicht geschafft habe und die Wissenschaftlerin ist. Und deswegen geht es in diesen Kurzgeschichten auch ganz viel um Wissenschaftlerinnen. Es geht fast immer um Frauen. Und es sind grandiose, berührende Geschichten über Frauen, über Liebe, über Dinge, die sie schaffen wollen, über Dinge, die sie nicht schaffen können, die ihnen vor allen Dingen in der Vergangenheit nicht gestattet waren. Ganz, ganz berührend. Das ist der erste Kurzgeschichtenband, den ich tatsächlich hintereinander wie einen Roman verschlungen habe, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Es ist einfach, hatte eine unglaubliche Sogwirkung, unglaublich gut. Dann das nächste Buch, davon habe ich euch auch schon erzählt, Fürsorge von Anke Stelling, erschienen im Verbrecherverlag. Darin geht es um Nadja, eine, ich will nicht sagen alte, aber eine Balletttänzerin, die inzwischen zu alt ist, um noch aktiv auf der Bühne zu tanzen, deren Körper das auch nicht mehr mitmacht. Also sie hat akute Schmerzen und in der Hüfte vor allen Dingen, glaube ich. Und sie nimmt dann wieder Kontakt zu ihrem Sohn auf, den sie der Karriere wegen bei ihrer Mutter gelassen hat und zu dem sie keinen Kontakt hatte. Und der ist jetzt 16, 17, ist Fitnesstrainer. Also beide definieren sich sehr, sehr durch ihre Körperlichkeit und die beiden treffen aufeinander und beginnen dann eine Affäre miteinander. Es ist also eine Inzestgeschichte, das ist natürlich sehr speziell. Mir ist bewusst, dass das nicht was für jeden ist.
Mich hat dieses Buch aber sehr, sehr berührt, weil das zwei Personen sind, die sehr, sehr sich alleine fühlen, die einsam sind und die sich irgendwie finden in diesen komischen, in dieser merkwürdigen Situation. Und was das mit den beiden macht, beschreibt Anke Stelling unglaublich berührend. Und ja, mich hat das noch lange begleitet, dieses Buch. Also eine große Empfehlung, dann ein absolutes Highlight im letzten Jahr. Das hat mir meine Buchhändlerin auch empfohlen zum Indie Book Day. Ich kann dich hören von Katharina Mewissen, erschienen im Wagenbach Verlag. Es geht hier drin um Osman, einem Cellospieler, der keinen so guten Kontakt zu seinem Vater hat. Und der Vater bricht sich das Handgelenk und ist quasi wieder auf Hilfe angewiesen. Dabei muss sich dann Osman wieder mit seiner Familie auseinandersetzen. Und er findet außerdem ein Tonband, was ihn ja nicht loslässt und was ihn auf eine kleine Reise schickt quasi. Dazu gibt es ein extra Video, da könnt ihr euch das nochmal ausführlicher angucken. Es ist ein sprachlich unglaublich, unglaublich tolles Buch. Es ist Katharina Mewissens Debüt. Ich bin unglaublich gespannt, was sie als nächstes schreiben wird. Storymäßig ist es vielleicht nicht ganz konsequent, aber sprachlich hat mich das umgewuppt und es ist trotzdem, es ist eines der Highlights aus meinem letzten Jahr, definitiv. So, dann zeige ich euch jetzt Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die aber auch, glaube ich, sehr, sehr gut sind. Das ist zum einen dieses Buch hier, das habe ich auch schon im letzten Jahr zum Indie Book Day gekauft. Das ist ein Kurzgeschichtenband und ich tue mich immer ein bisschen schwer, zu denen zu greifen, obwohl sie mich dann meistens begeistern. Das ist, was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt, ebenfalls bei Culture Books erschienen, von Leslie Nika Arima, ich glaube nicht, dass es richtig ausgesprochen ist. Verzeiht mir, wenn ihr wisst, wie man es ausspricht, gerne unten reinschreiben. Eine Autorin, die in England geboren ist, in Nigeria aufgewachsen und jetzt lebt sie in den USA. Und mir wurde gesagt, dass das ganz, ganz tolle Kurzgeschichten sind, die einfach auch Einblicke in eine andere Kultur geben, in eine andere Lebenswelt und deswegen ja, einem die Augen öffnen und ich bin schon sehr gespannt. Ich will das irgendwie ganz bald mal lesen. Und dann hat mir meine Buchhändlerin heute empfohlen von Scott McClanahan, Sarah wahrscheinlich im Original, Sarah. Und wenn ein Buch Sarah heißt, naja, dann ist es ja für mich quasi. Übersetzt hat das Clemens Setz und das ist erschienen im As Vivendi Verlag. Und hinten steht drauf, an dieser Stelle des Buches möchte ich ein Kreuzworträtsel einfügen. Und dann ist hinten ein Kreuzworträtsel drauf. Sarah hätte das gefallen. Aber dieses Kreuzworträtsel ist ein bisschen anders. Es ist das schwierigste Kreuzworträtsel der Welt. Du kannst gern versuchen, es zu lösen. Und dann steht da unten zum Beispiel bei 6, also ne, wisst ihr ja, wie Kreuzworträtsel sind, soll man eintragen, der Name deiner ersten Liebe. Siebtens, der Name des Menschen, der dein Herz gebrochen hat. 2, was wir verloren haben. 5, was sich für uns ändern wird. 1, wie wir verschwinden. Also man kann sich denken, dass es um Liebe geht und die irgendwas mit Sarah zu tun hat. Ich bin sehr gespannt. Ich mag dieses reduzierte Cover. Und ich mag den Namen. Nicht nur, weil es meiner ist. Aber das ist schön. So. Dann hat sie mir empfohlen, einen weiteren Kurzgeschichtenband von Otessa Moshfegh, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, eine Autorin, die in Boston geboren wurde und, Moment, kroatisch-persischer Abstammung ist. Das heißt, es gibt bestimmt auch wieder Einblicke in andere Lebenswelten. Heimweh nach einer anderen Welt heißt dieses Buch, unglaublich schöner Titel und erschienen bei Liebeskind. Ich bin sehr gespannt, es klingt sehr gut und ehrlich gesagt, alles, was mir Andrea bisher empfohlen hat, so heißt meine Buchhändlerin, hat mich immer begeistert, von daher habe ich da Vertrauen. Und dann habe ich mir noch gekauft, ich weiß nicht, ob die Frankfurter Verlagsanstalt auch zum Indie-Verlagen zählt, macht aber nichts, ich wollte es noch zeigen. Das wollte ich schon ganz, ganz lange kaufen. Es ist Sarah. Ja, ich kaufe jetzt alle Bücher, die meinen Namen im Titel haben. Nein, natürlich nicht. Aber das klingt total gut. Es klingt nämlich nach einer großen, stürmischen Liebe zwischen zwei Frauen. Ich habe ganz unterschiedliche Dinge gehört. Manche fanden es toll, manche fanden es nicht so gut. Meine Buchhändlerin fand es sehr gut. Ich vertraue ihr und ich bin sehr, sehr gespannt. Wann ich das alles lesen soll, weiß ich nicht, aber ich werde mit irgendwas einfach gleich anfangen. Genau, das waren sie, meine Empfehlungen zum Indie Book Day. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Empfehlungen habt, entweder was ihr schon gelesen habt oder was ihr euch gerade gekauft habt oder was ihr euch morgen kaufen werdet.
Wenn ihr einen Instagram-Kanal habt oder irgendwas, schreibt mir das auch gern unten rein, dann gucke ich da gerne vorbei. Ich bin immer sehr, sehr neugierig auf neuen Bücherinput, auch wenn es mich manchmal überfordert und ich dann denke, ah, jetzt sind wieder 100 neue Bücher auf meiner Liste und wann soll ich die lesen? Dafür ist Quarantäne gerade ganz gut. Gut, ich habe auch gerade Urlaub und muss nicht arbeiten, deswegen kann ich gerade auch lesen. Ja, und ansonsten, denkt immer daran, ihr seid nicht verrückter als ich es bin, haltet durch. Ich wünsche euch allen ganz viel Kraft weiterhin, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.